Christen, wir beten ein Gebet, das alle Christen auf der Welt beten. Das hat St. Martin auch schon gebetet. Das Vaterunser. Für die Menschen einer anderen Religion, die auch heute hier sind, lade ich ein, jetzt auch im Stillen ein Gebet zu sprechen zu Gott. Denn im Gebet sind wir Menschen alle verbunden. Und so darf ich einladen, zum Vaterunser aufzustehen. Und dann wollen wir sprechen. Euch und Ihnen einen wunderschönen Abend.